Auf geht's, Rekord. Was zur Hölle? Halt! Stehen bleiben! Wir zählen auf dich. Die Waffe runter! Lauf doch! Was für ein Kerl! Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denk nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Aber dafür ziemlich hübsch. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Bei so einem Gesicht immer doch. Und was stimmt mit meinem Gesicht nicht? Wo soll ich da nur anfangen? Schon gut, bald für dich. Wenn du mich fragst. Tu ich aber nicht. Gleich öffnet sich das Tor. Sobald sich das Tor öffnet, beginnt die Mission. Oh, mein armer Magen. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt! Oh. Du kostest uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Für dich. Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Bix kümmert sich um die Tür. Warte kurz. Bix kümmert sich um die Tür. Keine krummen Touren. Keine krummen Touren. Immer mit der Ruhe. Ha, geschafft. Was zum... Die Tür! Hey. Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen.
Kurz hat uns jemand aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Ha, Kinderspiel. Dann haut mal rein. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Tifa und ich? Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Mako aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Mako ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Davon! Diese Maschinen sind Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Jetzt kannst du mir ein für alle Mal beweisen, dass du keiner von Shinras loyalen Schoßhunden mehr bist. Den Sprengsatz bringst du also an. Zeig mir, dass Tifa dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mach das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach! Was ist?
ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. Ganz schön ambitioniert. Hast du uns in der Falle gelockt? Pass auf! Ach, nö! Wie kämpft man am besten gegen so ein? Was ist denn das schon wieder? Wohl bei Soldaten nicht aufgepasst, was? Er greift mit seinem Laser an. Nicht in Acht. Geht das auch ein bisschen konkreter? Hier hinter irgendwas im Decker. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen. Der Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. Wedge hat den Fluchtweg gesichert. Raus hier, schnell! Bist du okay? Nee. Wonach sieht's denn aus? Mein Bein steckt fest. Hast was gut. Hey, wir treffen uns da vorne. Pass mir ja auf Jesse auf. Hier entlang. Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett führen. Barrett! Geh schon mal vor, Jesse. Die Tür ist jetzt wichtiger. Aber... Keine Sorge, hab der Soldat Geleitschutz. Ex-Soldat. Thank you.
dann? Glaub mir, ich würde es dir schon sagen, wenn es nicht so wäre. Das fasse ich mal als Ja auf. Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Ja, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtigung. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge, mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir, Dusche. Der Sprengsatz ist scharf. Köpfe einziehen! Das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist halt verlassen. Los, weiter. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makroreaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind im Einsturz gefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh.
Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Letzte Bahn aus Sektor 8. Aufteil, wir treffen uns im Zug. Bis später. Hey, wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Setz sie ein, wenn's brenzlig wird. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstand bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay, danke später. Das hat so gewackelt, dass die Schilder runtergefallen sind. Schinra und an diesem Grund wurde Gefahrenzonen entleert. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Weiterhin sind verdächtige Personen, Gegenstände. So kommen wir nie zum Bahnhof. Klar, es gibt Sicherheit. Hier lang. Nach oben, habe ich gesagt. Nach oben, habe ich gesagt. Nach oben, habe ich gesagt. Oh, hinter der Treppe ist ziemlich bröckelig. Pass auf, okay?
Das kann nicht sein. Wieso? Könnte ich das jemals vergessen? Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja. Hier, für dich. Hä? Eine Blume? Ja, als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Hä?
Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Vor der Arbeit und was? Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Draußen waren unsichtbare Wesen. Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Aufgrund des Störfalls in Marco-Reaktor 1 kommt es auf dieser Strecke derzeit zu Ausfällen und Verspätungen. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Keine Wachen in Sicht. Selbst die Güterzüge sind frei besetzt.
Ein Paradies. Das ist dort drei. Darf ich dich mal was fragen? Wäre ich mal lieber zu Hause geblieben, statt draußen rumzurennen. Bist du nicht, wie diese ich dir Kämpfe könnte? Mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Ich war bei Soldat. Ich hatte ganz schön Schiss. Kannst du mir glauben? Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das niemals muss. Meine jüngste Tochter lebt doch in Sektor 8. Steckt etwa Mutter dahinter? Es hat ganz doll gebrannt. Ich dachte, es wäre vorbei. Das ist alles nur ein Traum, oder? Das Chaos wird sich auch auf ich Sektor 7 auswirken. Ich fühle mich hundeelend. Die Schienen in Sektor 8 sind einfach rechten. Zu groß. Ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Makrogase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas haben die Konstrukteure doch sicher bedacht. Du hast diese unsichtbaren Wesen erwähnt, nicht wahr? Ja. Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja, alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Mhm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey! Redet keinen Stuss! Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Obst. Der tickt noch aus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Unverschämt. Was? Ich habe nichts gehört. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Wir tun das Richtige. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Hast du kurz Zeit? Neue kriegende Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon. Aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Makrostadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Makro-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl.
Sieh gut hin. Oh, diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makoki ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, der kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorher bestimmt. Willkommen hier zurück. Sind wir. Oh, ihr seid aber okay. Was denkst du denn? Papa! Seid ihr guten Abend, Spatzi? Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Bin ich froh. Ja. Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau! Leute! Tönt hier nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh Mist! Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Wege durch Schutt versperrt. Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komm gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Nicht schon wieder. Marlene? Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Wegen der Belohnung sprichst du am besten mit Tifa. Die kümmert sich um das Finanzielle. Na? Du Dreckskerl! Hey, bist du etwa meiner kleinen Prinzessin aus angehört? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lädchen. Das hast du mir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise.
Sag mal, hast du Hunger? Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Mach meiner Tochter keine Angst, hörst du? Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke, das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. Da wären wir. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im ersten Stock. In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Kein Palast, aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja. Die Bezahlung. 2000 Gilvi abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein, passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Das kommt von nebenan. Hey, alles okay? Ich komm rein.
Das hier ist dein Zimmer, Nachbar Marco. Er ist schwer krank und kriegt kaum noch was mit. Die Vermieterin hat mich gebeten, ein bisschen nach ihm zu sehen. Kannst du ja auch mal tun. Klar. Hallo, du bist dann wohl Cloud, hab ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Und wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn's um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Morgen! Na? Marlene schläft noch. Schön leise. Gut, wollen wir gleich los? Hä? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Na, muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst dir bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich's heute krieg, kein Problem. Hallo, wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo, Tifa, wie schön, dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud! Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Besten Dank. Du bist mir immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du tiefer im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Hereinspaziert! Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Marle? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Hallo Marle, wir sind wegen der Filter hier. Tifa! Wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig, das kann ich sehr gut selbst tun.
Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen? Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mehr. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit. Und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht ohne Waffe sein. Die richtige Waffe für Sie gibt es bei Ihrem Waffenhändler. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Da muss was geschehen. Hi. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet! Gibt nämlich was, das ist uns eine Nummer zu groß. Zahlen können wir nicht, aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine Extra-Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Hier so langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Wow, schon zurück? Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt.
Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komm auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. No. Och Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Hey Junge! Man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Oh, das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Mein Name ist Chadley. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Was ist denn da los? Lass uns mal nachsehen. Ey! Hör auf! Halt! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Bist du bescheuert? Angeblich soll hier ein Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Avalanche stecken. Und leider klappert er gern.
Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Mit der Garde ist nicht zu spaßen. Armer Kerl. Hinter die Container da. Überhaupt? Ich hab doch gar nichts nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Was? Das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Kinderlagers wagen. Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab. Ich kümmere mich um den Rest. Lasst ihn gehen. Bist du ein Komplize? Raus damit! Oh. Was ist los? Wer ist da? Oh, dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Evelyn! Hey, du! Was soll das werden? Was ist los? Ist es vorbei? Hey! Ist da jemand? Ich könnte Hilfe gebrauchen! Und jetzt? Wir stellen ihn ruhig. Hey! Hey! Nicht! Wie? Was? Nein! Nein! Ah! Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Sollen wir ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Cloud. Was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. So sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Oh, ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich die Filter in euren Zimmern austauschen, Tifa. Ich hab sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, Alleskönner. Für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite Tifa keinen Kummer. Ach, das hatte ich nicht vor. Sagst du das, damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Gut. Komm, wenn du fertig bist. Warte kurz.
Ich beeil mich damit. Fertig. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon. Aber als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also... Du willst wohl nicht drüber reden. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen. In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich, aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Was Exotisches. Was? Echt? Aber ob mir das steht? Frag was, was dazu passt, ja? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Malepetzen, okay? Male, die Filter sind ausgetauscht. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich! Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tiefer. Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Beeil dich, Tifa.
ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Hast du was Starkes? Na, den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ein Cosmo Canyon, meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Hast du schon gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hä? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem, ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf! Das haben wir uns alle verdient! Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt.
Hier, das ist der Rest. Ich habe noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Hab's versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse! Ich hab riesen Kohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Mann, das tut gut. Biggs, du alter Schluckspecht. Der nächste Anschlag wird leider noch gefährlicher. Ups, sorry. Was hast du gesagt? Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht ein Grund, mal abzuschalten. Wir drei wollten dich wirklich dabei haben. Hm? Wo waren wir? Genau. Einfach mal fünfe gerade sein lassen und das Leben genießen. Was willst du? Mehr Geld? Mehr gibt's nicht, kapiert? Wo waren wir stehen geblieben? So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr. Seit dem Rausschmiss aus der Haupt... Entschuldige, Cloud. Ich habe gerade leider keine Zeit für dich. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Wir wurden nicht rausgeschmissen. Ja, wir haben uns selbstständig gemacht. Erinnert mich bloß nicht daran. Das verdirbt mir total die Stimmung. Schnüffler von Shinra? Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab, der taucht garantiert auf. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Ach, halb so wild. Gehört vielleicht dazu. Aus dem Weg! Verpiss dich! Tut mir leid. Hey, was glotzt du denn so? Auf dem Wallmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders, oder, Boss? Unser Boss ist nicht zimperlich. Komm ihm besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Ja, endlich. Hab dich schon vermisst. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte.
Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Oh. Das ist die Anzahlung. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Bist du bereit? Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Wenigstens stimmt der Lohn. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Cloud? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchner! Vollgas voraus! Festhalten, nix! Cloud! Ja? Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makrogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? ID-Check! Yes! Kontrollpunkt passiert! Ab jetzt wird es etwas schwieriger! Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ach, kein Problem. Wir haben ja Cloud dabei. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorrad-Einsätze. Nicht, dass du mir mit deinen Kranken Schmetterlinge in den Augen zauberst. Ich bin unmittig werde. Sieh nach vorn, dann wird mir nicht schlecht. Toller Tipp. Eindringlinge entdeckt. Nehme Verfolgung. Ah!
wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritze mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wieso hauen die ab? Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich.
Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf... Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Tut mir echt leid, dass wir so spät. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Schon selbst. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Ich bringe das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Da gibt's jeden Tag Pizza, was? Fehlanzeige. Dieser knusprige Rand ist echt genial. Ist noch ein Stück da? Jesse? Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Gold Source eine Rolle bekommen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt.
Hauptrolle, Jesse. Was? Ist euch schön satt. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Nichts für ungut. Mann, Jesse, hast du es gut. Das wäre erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast es erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Ha, zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein, wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan, keine Angst. Also, Hals und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter. Jessie wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... Ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um. Und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Makulache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen.
und hat sich Avalanche angeschlossen. Jessie glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Im Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Sag Jessie bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah, der Komplex, von dem Jessie gesprochen hat. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Jetzt müssen wir warten, bis Jessie uns das Zeichen gibt. Es ist so ruhig hier. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Das war aber nicht Jessie, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Niemand zu sehen. Äußerst seltsam. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jessie wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen. Wir müssen warten. Wir können ja noch mal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Ich habe vor Aufregung richtig Magenschmerzen. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden,
der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich. Oh, okay. Versprochen. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Das war Jessies Signal! Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Ja. Weit und breit niemand zu sehen. Haben sich wohl versteckt. Oh, oh. Heda! Ist einer von ihnen! Schnallt ihn an! War's das? Stirb! Da oben sind Aufwäsche! Noch mehr Eindringlinge! Rasche Schlagung! Erledige es! Die Idioten erwischen! Komm, die Verstärkung bald! Es ist raus! Mist! Das hat uns gerade noch gefehlt. Dann mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Dreckiges Ungeziefer! Werde ich mich kümmern. Mir nach, Puppies! Bin richtig gut in Form. Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Bunkern die hier ihr ganzes Arsenal? Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich denen ordentlich einheizen. Zeit zu kämpfen. Und noch ein Punkt für unser Team. Umzingeln! Na toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Du scheinst dich auch ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund!
Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber... Ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Endlich. Du und ich im Fähren stell dich ein. Bringen wir die Tachonadel zum Zittern, mein Freund! Du? Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher... nicht unser letzter heißer Ritt. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Rückzug. Ja. Mensch! Hey, Cloud! Jetzt oder nie! Waffen runter! Wir sind's! Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht. Los! Wedge, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum?
Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ach, mein Bauch. Mehrere Terroristen haben das Gelände verlassen. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Korps A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Korps B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Da seid ihr ja! Hey, hier drüben! Verbreitet die Meldung, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Los! Alle auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge! Alles klar? Boah! War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung! Oh Mann! Das wollte ich schon lange mal ausprobieren! Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle wurde eine Aufgangssperre verhandelt. Bitte begeben Sie sich in Ihre Häuser zurück. Ich habe gehört, es hätte einen Angriff gegeben. Was? Ich glaube, es war hier. Bingo! Hä? Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Wird sicher lustig. Hey. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Gut, dann mal los! Spring schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Ah!
hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja, zusammen sind wir echt unschlagbar. Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Na, ist schon gut. Mir nach! Hier wohnt Bix. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Männer haben da drin nichts zu suchen, sagte ich. Nach Sektor 5. Na kommt, meine Kleinen. Kommt, kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Gutsch, gutsch, gutsch. Von hier aus seid ihr. Ah, da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Na dann. Hier, bitte. Gute Arbeit, Herr Alleskönner. Und weil du so toll warst, noch was extra. Ich denke, das reicht. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Okay, okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich hab auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jesse Spezial. Mit Malken, Lucken, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh, die Belege sagen mir nichts. Bist du süß, Cloud. Schon gut. Überlass alles einfach mir. Träum süß. Von Sauerkraut. Ja? Warst ziemlich lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Ah, der Typ.
Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch. Tiefer. Vergiss all deine Sorgen. Cloud! Was ist los? Schnell! Komm mit! Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Bereit? Immer. Welche letzten Worte? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht mein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Das müssen wir wohl auch. Oh nein! Nicht schon wieder. Gibt's noch einen Weg? Ja, hier lang. Hier also auch. Ich habe das Gefühl, die versuchen uns aufzuhalten. Cloud, hier lang! Das muss ein Altbaum sein. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Verdammt!
Was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... Oh. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Oh. Huh? Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Cloud, bist du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. In den Kampf. Komm schon tiefer. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, gehen wir. Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht? Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch. Vorkehrungen zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Unser Ziel ist Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar.
Aufzug ist wie leergefegt. Unsere Warnung hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier. Mir keine Ruhe. Ich weiß auch nicht warum. Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das? Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Bin gleich wieder zurück. Danke. Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche... Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Ja, aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Willst du, dass wir auffliegen? Hm? Was wir zu bereden hätten. Bleib bei Tifa. Ich komme hier alleine klar. Außerplanmäßiger ID-Scan. Hm? Wieso das? Außerplanmäßiger ID-Scan. Unbestätigte IDs entdeckt. Alarmzustand ausgelöst. Zu Ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle im ganzen Zug. Nein! Lass los! Mir nach! Hilf den Leuten hier, Cloud! Verstanden. Drei unmögliche IDs entdeckt. Betroffene Abteile der Hyperrede und einer Personenkontrolle. Was soll das werden? Im nächsten Abteil sind Sie sicher. Aber wir sind doch Feinde. Oder etwa nicht? Sind wir nicht. Wir möchten Sie alle beschützen. Bitte. Ich sehe nach den anderen. Wir schaffen das. Kein Ende. Das scheint wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Hm? Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Ah.
auf Helix Plan E. Zu springen. Sir! Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der dritte ist auch noch am Leben. Ist umstellt! Ihr werdet den dreien ein Wiedersehen. Sir! Zu Befehl! Ob wir uns aus Folge abgeschüttelt haben? Na klar, was denkst du? Wir checken jetzt kurz die Lage und dann geht's weiter im Text. Wir machen mit Plan E weiter. Schieß los. Ursprünglich lief alles nach Plan A. Der sah vor, dass wir vom Bahnhof sofort zum Reaktor gehen. Zum Bahnhof haben wir es leider nicht geschafft. Ist aber egal. Für diesen Fall gibt's Ausweichpläne. Und zwar je nach Entfernung vom Reaktor Plan B, C, D und so weiter. Bis wohin geht's? Bis E. Ganz schön knapp. Genial, was? Wir waren in Linie 4. Die verbindet den Hauptpfeiler und Sektor 4 miteinander. Wir sind jetzt hier. Und neben uns die Gleise für Reaktor 5. Wir folgen also erstmal den Gleisen in Richtung Reaktor. Allerdings gehen wir nicht mehr bis zum Bahnhof. Wir biegen unterwegs ab. Nach dem Zwischenfall im Zug gerade würden wir sonst sicher einer kleinen Armee in die Arme laufen. Hier lang. Unsere Leute in Sektor 5 haben die Route markiert. Macht euch keine Sorgen. Das wird schon. Ganz sicher! Also schnürt die Schuhe und spurte brav los! Ja, wir steuern dem Höhepunkt entgegen. Die Phase tritt etwas früher ein, als wir geplant hatten. Sehr wohl. Es wird alles so laufen, wie von Ihnen gewünscht. Ja, seien Sie ganz unbesorgt. Genau. Sir, die Analytik kommt mit der Untersuchung gut voran. Aber die Verluste sind zu groß. Wir müssen... Hab ich euch etwa dafür anstellen lassen? Damit ihr mir euer Leid und eure Sorgen klagt? Sir. Verluste, sagst du? Die interessieren mich nicht. Gardisten gibt's schließlich im Überfluss. Wenn dir die Männer ausgehen, dann hol einfach Nachschub aus Sektor 3 hinzu. Muss man euch denn hier jeden Gedankenschritt einzeln vorkauen? Nein. Je dümmer das Volk, desto schwerer hat's der Thron. In dieser Hinsicht hat der Direktor es eindeutig besser. Schließlich kann er sich auf mich verlassen.
hat den richtigen Riecher. Die Schnauze von Stem zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Lagebesprechung. Lasst uns sehen, wo wir sind. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avalon. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Wir werden sofort den Testrobotern-Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Vielleicht hier? Entdeckung! Was ist? Das stand nicht im Plan! Verzieh den Schrott auf! Ein Makrogenerator. Das ist ein... Geschieht ihm recht. Weiter. Ja, hier lang. Wie bedauerlich. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Diese Unruhestifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja, selbstverständlich, Herr Direktor.
Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich. Zu Leuten, die mir nützen. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Ab hier wird's leider etwas lästig. Ist es längst. Hier müssen wir durch, zu Reaktor 5. Ich fürchte, das wird nicht leicht. Ha! Für uns alles kein Problem. Da ist der Pfeiler von Reaktor 5. Also, wo lang? Plan E über F. G. Und dann H. Oh, noch mehr Ausweichpläne? Nein, wir sind in Abschnitt F. Also über G, weiter zu Abschnitt H. Mit dem Aufzug von Abschnitt H kommen wir bis kurz vor den Reaktor. Dort müsste Bix schon auf uns warten. In den Slums geht der Tag langsam zu Ende. Kommt, gehen wir. Heizen wir Shinra richtig ein. Sei still und lauf rüber. Einfach nicht nach unten sehen. Das sagt sich so leicht. Hinter dem Tor, da liegt Abschnitt G. Wow! Von hier aus sieht man erstmal, wie riesig so eine Sonne ist. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Noch weiter nach oben. Ich übernehme das. Okay, wir warten hier unten. Stromversorgung wiederhergestellt. Türmechanismen werden aktiviert. Na also, hat geklappt. Mhm. Danke, Cloud. So, damit werden wir in Abschnitt G. Ja, von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Auch hier hat es sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja. Wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Das muss er sein. D.
Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen, sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Tch, wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung! Abwehrsystem wird hochgefahren. Das Abwehrsystem! Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Der scheint jetzt zu gehen. Alle drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Stromversorgung wiederhergestellt. Liftelektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf Nimmerwiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth! War da nicht noch irgendwo Materie? Vielleicht sollten wir noch mal nachsehen. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Irgendwie komisch, dass niemand versucht, uns aufzuhalten. In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Nicht runtergucken. Gnade! Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging's dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Bix! Ich wusste, auf dich ist Verlass! Und wo sind die anderen? Bix? Also, Jesse wurde verletzt. Oh nein. Plappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Hm?
Dann legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Also, noch ein bisschen. Weiter nach links! Und zwar zack, zack! Wir brauchen mehr Licht! Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Marco, ich kann es riechen. Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja. Sind fast am Reaktorkern. Dann los. Hey! Seht mal, wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Ha. Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Sephiroth. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle. Alles klar? Oh. Tifa. Hm? Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick! Kawum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Das Timing ist zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Midgar übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung... Sind wir euch eigentlich völlig egal? ...des Shinra-Konzerns eine sofortige Evakuierung angeordnet. Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1 reagierte die Bevölkerung mit großem Hass... Die Terroristen! ...auf die Täter und ihre Motive. Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen.
Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgars haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhepunkt. Der Blechklotz! Unser neuester Geniestreich ein fulminantes Waffensystem. Der Airbuster wird ein Exempel an der Stabilierung. Bericht des Wartungstrupps. Der Airbuster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen. Die Linie macht auch nur einen Bock. Ich wiederhole, das gesamte Sicherheitspersonal. Wenn ihr das verbreitet, kriegt ihr einen hohen Bogen. Das ist aus. Eine Horde des Gaffes. Schnauze halten! Eindringlinge sofort. Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ich wiederhole. Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Und zur Kommandobrücke abführen. Nicht mehr lange. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen, auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Eine Orde des Stabschefs. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Ich wiederhole. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Liefert das umgehend ab! Der Stabschef wartet nicht gern. Fracht verladen! Ebene B8, Transport starten! Okay, sind bereit. Alarm! Festnehmen! Sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. Gut zu wissen. Dann lasst uns mal dazwischen funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Lässt sich der Lift bedienen? Mit einer Schlüsselkarte. Sucht alles ab! Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja, eine Booster-Einheit, die mit Materialösung befüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Die M-Einheit wird entsorgt. Die Shinra-Deppen werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Klappt ja prima. Okay, weiter geht's. Der KI-Kern wird entsorgt. Gute Wahl, Cloud. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. So viel steht fest. Echt? Und da landet das Zeug, das wir umleiten? Ist sicher ein stolzes Sümmchen wert. Gut möglich. Dann sacken wir es ein. Spricht nichts dagegen. Wir müssen die Station nur finden. Eins, zwei... Hey Leute, hört mal alle her! Alles, was Shinra euch erzählt, ist gelogen! Marco ist der Lebenssaft des Planeten! Und Shinra schlürft einfach alles weg! Aus diesem Grund! Barrett, was ist denn in dich gefahren?
Na, wenn die schon alles übertragen, sollten wir die Chance ergreifen. Glaubst du, die lassen den Ton laufen? Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier am Ende ein Exempel statuiert. Bist ja blendend gelaunt. Na, ganz Midgar wird dabei zusehen, wie Shinra sich bis auf die Knochen blamiert. Die Spinner nehmen uns die Arbeit praktisch ab. Kommt jetzt etwa ein Freudentanz? Von mir aus gern. Darf ich bitten? Du bist auch eingeladen, Cloud. Danke, Verzichter.